Hey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einem weiteren Part von GTA San Andreas. Jetzt möchte ich sogar mal riskieren, auf dem Moped zu fahren. Ja, ich weiß, das Spiel könnte eventuell abscheißen, aber ganz ehrlich, seien wir einfach brüderlich, Brudis. Ne? Er ist da trotzdem einfach mal zur Seite gesprungen, obwohl er eiskalt erstmal 5-6 Meter weg war, was irgendwie total sinnlos ist. Jetzt mache ich erstmal einen auf Geisterfahrer und weiche dann der Polizei aus. Und dann kommt noch ein Auto von der Polizei. Oh Mann. Die halten sich anscheinend für richtig cool. Da kommt noch ein Auto. Hey. Ja, immer schön im Gegenverkehr fahren. Nur so trefft ihr auch genug Polizeiautos, um euch schon fast drüber aufzuregen. Winewood, wenn's da gerade drauf stand. Ich weiß nicht mal mehr, was da stand. Habe ich nie groß drauf geachtet. Alter, wie scheiße das aussieht, wenn der Reifen da einfach drin verbuggt. Aber man kann mit dem Moped hier wirklich noch mehr Spaß haben mit der Mod, finde ich. Also gerade weil der Schatten die ganze Zeit geworfen wird und einfach nur okay aussieht. Ne? Nicht so wie das, was man normalerweise von GTA San Andreas kennt. Die Grafik ist ja da wirklich unterste Sau. Das liegt aber auch wirklich daran, dass dieses Spiel einfach so alt ist. Also alt heißt ja nicht gleich schlecht, aber bei GTA San Andreas ist es halt einfach nur die Grafik, die der Schwachpunkt des Spiels ist. Ohne Scheiß würde es einfach ein Spiel geben, was, sagen wir mal, noch ein bisschen flockiger von der Engine her wäre, wo man die Sachen halt machen kann und auch ein paar andere Sachen, dann würde sich das auch besser verkaufen. Also dann würde richtig, na, sagen wir mal, es wird ein richtig geiles Spiel rauskommen. Und ich finde es einfach schade, dass aus, naja, sagen wir mal, GTA San Andreas nichts gemacht wurde. Danach kam halt einfach GTA 4, das war nur auf realistische Grafik getrimmt und, oh mein Gott, Alter, das sieht zusammen aus wie eine Vergewaltigung. Geile Texturen und darunter einfach das hier. Das ist ja, das ist fast auf dem Niveau von Minecraft. Das ist richtig scheiße. Da kriegst du ja Augenkrebs, wenn du das siehst. Alter. Ah, die Wolken sind aber schön gemacht, auch wenn der Himmel ein bisschen zu schnell vorzieht. Okay, erkunden wir einfach mal die Gegend hier. Der arme CJ, der muss schon wieder eine Verschnaufpause nehmen. Ja, tut mir leid. Ich habe letztes Mal den Fettsheet eingegeben, ich gebe es ja zu. Die Kondition ist natürlich wieder im Keller, was denn auch sonst? Und Ripazza ist, glaube ich, immer noch. Ey, eine Limo, ich will die Limo. Raus, du dreckige. Ach, das ist ein Chauffeur. Okay, also dreckiger Chauffeur. Genau. Ich wollte ja nicht unfreundlich sein. Und abheben wollte ich jetzt nicht. Wobei, diese Folge soll riskant sein. Es kann auch sein, dass ich die abbrechen muss. Aber, uhu! Junge! Und die Frames gehen erstmal wieder unter 60. Das ist traurig. Sehr traurig sogar. Ich will mir mal das hier angucken. Das ist ja auch irgendwie so eine Vegetationsbrücke. Ich habe auch nie ganz gepeilt, was das eigentlich darstellen soll. Ich meine, ohne Scheiß, das ist die übelste Wildnis hier unter dieser. Ne, allein, dass die ganzen Wurzeln so rüberragen. Ja gut, da haben sie jetzt nichts geändert und hier ist auch kein Gras in der Nähe. Ich will jetzt nicht über Bord gehen. Autsch, das Fahrzeug. Ach ja, Feuer wurde auch aktualisiert. Jetzt können wir uns sogar noch schneller in Brand stecken. Ah! Moment, ich habe gar nicht gebrannt, jetzt aber. Oh, ich bin der Feuerdämon, CJ. Ich stecke euch alle an. Ich weiß noch, als ich als Kind mal GTA San Andreas gespielt habe, da ist mir immer so eine Scheiße eingefallen. Er sieht ein bisschen aus wie ein Naruto oder irgendwie in so einem Anime war mal so ein Typ, der so eine Flamme um sich drum hatte. Ich gucke ja keine Animes, aber daran kann ich mich noch erinnern. Ja, und das ist genauso toll wie bei GTA 5, da kannst du auch wieder runterfallen. Nee, kannst du nicht, ich habe euch verarscht. Ja, also hier seht ihr, warte, ich versuche es mal gerade einzurichten. Hier seht ihr fast nahtlos, wie die Mod aussieht. Also fast nahtlos das, was verändert wurde. Halt die Vegetation. Was eine sehr wichtige Sache ist einfach. Vegetation ist in Spielen unglaublich wichtig, um die Welt, sagen wir mal, lebendig erscheinen zu lassen. Was mir jetzt noch so ein bisschen fehlt und was man vielleicht auch, sagen wir mal, mit einer neueren Engine auf weniger Leistung hätte trimmen können, weil es halt eine Mod ist und Mods fressen immer viel, vor allen Dingen bei Minecraft, das ist richtig schlimm. Ja. Hey, cooles Ding, da will ich mal ein bisschen mitfahren. Sanchez, yeah. Sanchez Panzer. Das hätte man halt alles in der neuen Engine nochmal schön verarbeiten können. Und ich frage mich auch so ein bisschen, was Rockstar Games da eigentlich falsch macht. Ich meine, GTA 5, das war geil, aber. Also, ich fand die Story geil. Den Multiplayer, dem kann ich nicht viel abverlangen, weil ich an sich kein Multiplayer-Freund bin. Ich mag solche Spiele halt nicht. Weißt du, ich kann mich irgendwie selber unterhalten. Einfach dadurch, dass ich, sagen wir mal, in einer gewissen Weise kreativ bin, mir beim Spielen immer wieder neue Scheiße einfallen lasse und mich über Sachen beäumel, wie zum Beispiel, dass der Typ hier einfach sein Bein immer so rausstreckt. Damit könnte man diese ganzen Ninja-Mojos hier einfach weghauen, wenn man mal wieder Ninja Town eingibt und hier richtig schön durch die Welt durchbürstet. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also. Hier einfach mal ein bisschen schön durch die Gegend fahren, ein bisschen über alles lachen, über jeden, den man sieht, und dann einfach gar nichts mehr sehen, weil der Bildschirm voll geraucht ist. Das sieht ja fast aus wie damals in Kneipen. Zum Glück gibt es ja das Raucherverbot, was jetzt eigentlich ironisch gemeint war.
Dadurch ist wirtschaftlich so viel im Arsch gegangen. Das ist einfach nur traurig, dass es eingeführt wurde. Ich meine, ich fühle mich jetzt als Passivraucher nicht so gestört, ne? Also, man raucht ja immer mit. Und das Dumme ist, dass ihr dann den Scheiß raucht. Und die Leute ziehen sich den geilen Shit rein. Also, in dem Sinne von Passivrauchen ist schädlicher. Also, pro Zigarette. Aber da man ja jetzt nicht so oft passiv raucht, ist es dann auch nicht so schlimm. Aber ihr zieht euch halt die übelsten Gase rein und das ist dann... Ja, also die übelsten Oxidationsprodukte und das will, glaube ich, keiner. Ja, ich weiß, ich philosophiere hier ein bisschen rum und labere euch zu, aber ich find's geil, einfach ein bisschen quatschen, hier durch die Welt fahren und einfach so ein bisschen drüber staunen, wie hübsch alles aussieht, wenn man doch hier alles so ein bisschen geändert hat. Gab's nicht hier irgendwie auch mal so einen Brunnen, in dem so ein Zombie war angeblich? Hey, da ist noch so eine Oma. Ohne Scheiß, dieses Haus würde ich übelst gerne kaufen. Das sieht einfach nur geil aus. Yo, Ma'am, alles klar. Ey, ich glaube, ich gebe nochmal Javan JQ ein. Dann kann ich die Alte nochmal vors Auto schubsen. Gut, das funktioniert. Den habe ich ja schon eingegeben gehabt. Das Problem ist, dass ich keine Waffen switchen kann. Hui! Oh, das tut mir jetzt aber leid. Einfach Leute wieder durch die Gegend boxen. Entschuldigung, danke. voll das Landei und so. Juhu! Jetzt wollen die Leute mir doof kommen. Wer ist denn das? Ist das jetzt Aisha Ömek oder was? Wie die aussehen? Nee, nicht Aisha Ömek. Das hat ja nichts mit dem Islam zu tun. Das sind ja eher so diese mittelalterlichen Bauernfrauen, die halt dieses Bauernkopftuch haben. Also das sieht schon ganz schön anders aus. Vor allem das Gewand auch. Also da gibt es schon einen gravierenden Unterschied. Das erkennt man eigentlich auch. Wenn man jetzt kein Rassist ist und sagt, die sind eh alle gleich. Ja, genau. Ja, ich muss nur zu so Sachen wie Beschneidung zum Beispiel auch einfach mal loswerden. Da habe ich mit einem Kollegen gestern noch drüber philosophiert, mitten in der Nacht. Meine Eltern haben sich schon wieder aufgeregt, dass ich so laut war. Aber naja, was soll man machen? Man will halt auch mal ein bisschen quatschen bis 4 Uhr morgens. Und wenn es dann von Samstag auf Sonntag ist, dann umso mehr. Auf jeden Fall, wir haben richtig lange philosophiert. Dann haben wir uns noch über Shadow Warrior lustig gemacht und über I am the Shadow Warrior und sowas halt. Und dann haben wir halt über Beschneidung geredet. Er war halt eher pro, also in dem Sinne von, ja, ist doch scheißegal, ne? Hinterher beschwert sich im Grunde keiner drüber. Muss ich ihm recht geben, aber ich finde trotzdem, dass man einfach, naja, sagen wir mal, auch wenn es so zur Kultur gehört und es unbedingt, also ich kenne die Kultur ja so ein bisschen, den Islam, habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Nicht nur aus schulischer Sicht, auch so ein bisschen halt dadurch, dass ich viele Leute kenne, die da auch zugehören. Ich fände es halt einfach besser, wenn man da doch ein bisschen die Gesetze lockern würde. Diese Glaubensgesetze, klar, ich weiß, es ist jetzt zwar ein bisschen zu viel verlangt für manche, aber wenn man da einfach ein bisschen lockerer dran geht an das Thema, also dass man einfach sagt, hier, wir ändern das mal ein bisschen. Ich meine, die Christen haben das ja auch hingekriegt, ne? Und wenn solche komischen Käseköpfe wie die Christen das schon hinkriegen, ja, warum sage ich Käseköpfe? Ja, Gott ist so gerecht, Gott ist so toll, und das Christentum natürlich auch. Ja, überleg mal, wie viele Leute durch Gott gerettet wurden und wie viele durch diese ganzen Kreuzzüge einfach mal gestorben sind, wie viele Unschuldige. Also, wenn du da eine Plus-Minus-Rechnung machst, da kommst du einfach auf eine negative Zahl. Aber zurück zur Beschneidung, das fand ich einfach... Ich find's einfach irgendwie doof, dass man die Leute dann nicht selber entscheiden lässt. Ne? Also, vor allen Dingen auch, was Glauben angeht. Ich meine, zum Beispiel bei der Konfirmation, ne? Wer ist jetzt wirklich voll und ganz dabei? Ohne Scheiß, es gibt einfach immer mehr Atheisten, die das auch sagen, aber halt immer noch einer Religion angehören. Und wenn du halt dann gefragt wirst, ja, wie wurden sie getauft und so, na, dann Statistik und so, ne, am Ende kommt dann wieder raus hier, was weiß ich, 80% Christen, ich glaube 5% gehören zum Islam dann in Deutschland oder was weiß ich. Die Statistiken sind eh dann wahrscheinlich nicht wahrheitsgemäß. Also, ich verlange Statistiken auch nicht viel ab. Ich habe mal einen Spruch gehört, den habe ich mir für mein Leben gemerkt. Glaube nie einer Statistik, beziehungsweise traue nie einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ne? Und weißt du einfach, was ich meine, ne? Also, ouch, das tat weh. Dass diese ganzen Statistiken einfach gefälscht sind. Also, ja, es ist einfach so. Zum Beispiel, dass wir auch immer wieder sagen, ja, hier, okay, ich will mich jetzt auf nichts Konkretes beziehen, aber einfach, ja... zum Beispiel so Statistiken wie, ja, Mädchen schließen ja in der Schule besser ab als Jungs und bla bla bla. Ich meine, okay, dann sei es halt so, aber habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum das so ist? Ja, natürlich, weil Frauen intelligenter sind. Hey. Hörst du dann immer von den ganzen Feministinnen und so, und weil Frauen ja das überlegene Geschlecht sind, was Intelligenz angeht, was irgendwie überhaupt nicht stimmt. Wir sind ungefähr gleich intelligent, nur dass Frauen eine völlig andere Denkstruktur haben, einfach mal in vielen Sachen. Nicht in allen, aber in vielen.
Oh, da gab es doch so, noch so ein Cheat, wo man so rennen konnte. Ach, ich lasse mich einfach vom Zug erfassen. Ja, ich mache jetzt einfach mal den Robert. Oh, auf jeden Fall. Ja, zu dieser Sache mit Mädchen sind ja besser in der Schule. Da habe ich ja auch schon in meiner neuen Serie. Ja, ich mache ein bisschen Werbung dafür. Müsst ihr euch aber unbedingt mal anschauen. Das ist richtig unterhaltsam. Ich habe mit zwei Kollegen geredet, Musik in den Hintergrund geballert. Und das hat innerhalb von, boah, 2 Tagen hat das einfach mal 60 Leute erreicht. Das war mal wieder ein kleiner Höhepunkt auf YouTube für mich. Und wir kritisieren halt alles Mögliche. Und ja, es liegt einfach so offen auf der Hand, dass, sagen wir mal, du passt in ein System nicht wirklich rein. Ne? Ich will das jetzt nicht irgendwie mit Baumwolle pflücken vergleichen oder irgendwelche rassistischen Vergleiche machen. So einer bin ich nicht. Ne? Ich meine, ich spiele hier CJ. Und der Typ ist echt korrekt. Und ich finde auch den Spruch von Bushido ziemlich geil. Nur eure Hautfarbe ist unterschiedlich. Im Herzen seid ihr genau derselbe Hurensohn. Und ich finde auch. Autsch, Alter. Wie langsam. Hä? What the? Und er lebt. Das ist einfach so ein Spruch, den finde ich richtig geil. Weil es ist einfach wirklich ein absoluter Beweis dafür, dass man, sagen wir mal, dass Rassismus nicht wirklich zählt. Also, komischerweise kann ich jetzt schwimmen und zwar schnell, was mich wundert. Aber der Typ hinterlässt trotzdem mega den Schwall. Ja, auf jeden Fall ist Rassismus nicht unbedingt wirklich die Lösung. Man muss einfach gucken, wie die Leute drauf sind. Und ohne Scheiß, in jeder Religion, in jeder Bevölkerungsgruppe, in beiden Geschlechtern, da gibt es einfach. Es gibt einfach dieselbe Anzahl von Vollidioten. Das ist einfach ein prozentualer Anteil und da kann keiner was für. Was ich ja auch richtig schlimm finde, ist diese Sache mit dem Islamischen Staat. Also, dass die sich wirklich Islamischer Staat nennen dürfen, ne? Wir haben ja mal irgendwie so ein bisschen in der Schule diskutiert, ja, im Grunde gibt es den Islam, das sind fromme Muslime, die an Allah glauben und freundlich sind. Sind sie ja auch wirklich, ne? Und dann gibt es die Islamisten. Und dann gibt es noch was dazwischen. Das sind dann diese Leute, die zu fünft Omas an Bahnhöfen zusammenschlagen und ältere Leute. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich meine, die meisten sind ja dann fromme Muslime, also einfach ganz normale Muslime. Und dass man dann einfach so sagt, Islam, ja genau, islamischer Staat. Alter, ohne Scheiß, was geht mit euch schief? Das Einzige, was das Ding ist, dieses Kalifat, das ist ein islamistischer Staat. Und Islamismus ist Terror. So haben wir es auf jeden Fall in der Schule gelernt. Das hat mit dem Islam nichts mehr zu tun. Das ist absolut beschämend für die Religion, dass es dann solche Leute gibt. Und also, ja, wie man dann auch immer von Muslimen hört, ja, es ist wirklich Kacke, was sie da machen hier. 99% aller Muslime sind dagegen. Ja, okay, ich will jetzt denen nichts vorwerfen oder sagen, macht was dagegen. Aber, weißt du, einfach nur zu sagen, ja, wir finden das nicht so gut, was die da machen. Also total scheiße natürlich. Und dann einfach, sagen wir mal, tatenlos zuzugucken. Ja. Ich meine, gut, Frauen und Kinder und Männer, natürlich auch ganz normale Zivilisten, die können da nichts ausrichten, aber wenn sich gerade, sagen wir mal, Völker darüber beschweren, dass, sagen wir mal, die Religion so verunglimpft wird, warum senden dann viele Länder, die umliegend sind, na, in der Nähe von Syrien und dem Irak? Klar, in der Türkei sind es jetzt die Kurden, die so eine Front aufgebaut haben und noch versuchen, das Land so ein bisschen zu verteidigen. Ich hoffe auch, dass sie es hinkriegen. Ich meine, ich bin, was Kurdistan angeht, echt neutral eingestellt, aber das mit dem Terror und dass da Leute enthauptet werden und die sich dafür mega feiern, also so blöd muss man erstmal sein und so verpeilt. Vor allen Dingen, ohne Scheiß, ich frage mich manchmal, ob die den Koran gelesen haben oder irgendeine Biografie von Charlie Manson, ganz ehrlich, und das dann irgendwie in Kontext gesetzt haben mit dem Koran. Also. Jetzt mal ganz im Ernst, nur unter uns Leuten, ne? So unter uns Menschen. Ne? Also Terroristen sind natürlich keine Menschen in dem Sinne, die gehören einfach verbrannt. Aber ja, was willst du machen? Ne? Also du kannst die Leute einfach nicht aufhalten. Die werden da ihr Ding durchziehen. Und unter den Decknamen Islamischer Staat, das ist ja gerade das Schlimme, dieser Deckname. Ich finde, der ist auch sowas von unger. What the fuck, Junge? Im dritten Gang um eine Kurve rum oder was war das? Ey, was ist das denn für ein Spasti, dieser Typ? Ja, auf jeden Fall finde ich es schrecklich, was der IS macht und alles, was dadurch entstanden ist. Ich stehe trotzdem dazu, also Muslime verteidige ich in dieser Sache. Muss ich ehrlich mal sagen, in vielen Sachen kritisiere ich die Religion zwar, wie zum Beispiel Beschneidung,